So, wir sind heute am ersten Schlafplatz angekommen. Reisegruppe unentspannt. Finny war schon eine kleine Runde laufen. Archie hat schon seinen ersten Anfall gehabt. Bonnie ziert sich noch ein bisschen mit dem Essen und der Archie auch. Aber wir haben Wetter. Herrliches Wetter. Und schaut euch mal den Ausblick an. Genial. Und da sind Kühe. Hallo. Ist das nicht schön? So lässt sich's aushalten. Jetzt machen wir noch ein wenig Brotzeit. Und dann war's das für heute. Dann geht's morgen weiter. Ne? Ja. Ist gestresst. Guten Morgen. Ja, erste Nacht gut überstanden. War nicht zu kalt, wir haben nicht gefroren, haben gut geschlafen, das Bett ist bequem und ja, wunderbar alles. Finny fand es ein bisschen seltsam, glaube ich, im Auto zu schlafen. Der hat heute früh, ja, ein bisschen gezittert. Entweder war es, weil er sich dann trotzdem nicht so bewegen konnte wie sonst, wobei er das sonst die ganze Nacht nicht macht. Aber keine Ahnung. Zum ersten Mal auf einer ausgiebigen Gassi-Runde. Und Micha versorgt die Katzen. Die haben auch gut geschlafen. Und Archie kriegt seine Medizin. Naja, dann trinken wir noch einen Kaffee. Und dann duckeln wir weiter. Und dann schauen wir mal, wie es wird. Ne? Das war's, ausgiebige Gassi-Runde. Ich kann eigentlich gar nicht so gut laufen. Aber ja, muss gehen. Ein paar Meter. Ich muss ja probieren, wie es läuft. Ich gehe mit meinem Fuß, ne? Der ist nämlich leicht lediert, aber egal. Anderes Thema. Ja, auf jeden Fall ist der Wald hier sehr, sehr schön. Das Wetter ist auch eigentlich ganz gut. Blauer Himmel mit ein paar Wolken. Also es könnte ein schöner Tag werden. In diesem Sinne einen schönen Vatertag an alle Väter. Ciao. Ich nochmal. Guten Morgen. Er hat Kaffee gekocht. Semi-optimal. Also es ist auch verbesserungswürdig. Neue Gerätschaften. Muss man erst mal rauskriegen, wie das funktioniert. Ne? Scheiße, scheiß Schaum. Ich kauf's weg, nimmer. Ich hau's weg. Ne? Naja. Aber es passt dazu, weil gestern der Tag war ja auch schon scheiße, ne? Alles scheiße. Das T-Shirt kaputt, Hosen dreckig. Fahren wir heute wieder heim. Gibt's keine Offroad-Bilder. So ungefähr. Schnauze voll. Erste Nacht im Dachzelt. Absolute Scheiße. Wird alles wieder verklopft. Nee, also ich muss sagen, der Michael hat mir gerade erzählt, dass ständig Autos an und am Auto vorbeigefahren sind. Ich habe nichts gehört. Also ich weiß ja, dass ich im Wohnmobil immer nichts höre, im Van, aber dass ich jetzt im Dachzelt auch nichts höre. Für mich ist das nicht neu. Sie hört nie. Nur was sie will. Ja. Frauenkrankheit. Ja, stimmt jetzt so nicht. Ups. Naja, aber es war auf jeden Fall eine schöne Nacht. Schöne, ruhige Nacht für mich. Erholsame Nacht. Ich habe auch gut geschlafen trotzdem. Und ich finde den Ausblick. Man könnte schlechter stehen. Ist ein Geheimtipp, haben gestern die Einheimischen noch gesagt, man soll es nicht publik machen. Wir sagen dann auch nicht, wo wir sind. Aber es steht auf jeden Fall schon Park for Night. Ja. Daher haben wir es ja. Also ganz geheim. Aber wir verraten es nicht, weil es ist wirklich wenig frequentiert, der Platz. Recht idyllisch, wenn die Kühe neben einem kacken und. Und ihr Gras rupfen. Und man kann mit einem Hund einen herrlichen Rundgang machen. Gleich vom Parkplatz aus. Also was will man mehr? Ist auf jeden Fall besser wie früher noch in Garmisch, finde ich, den Platz. Ja. Na?
Ja, jetzt fahren wir heute mal weiter dann irgendwann, so ganz gemütlich. Wir wollen uns ja nicht stressen. Ne? Nee, wir wollen aber nach Italien, weil da ist warm. Da kann ich meine kurzen Hosen anziehen, weil die Dange ist ja dreckig. Wenn wir am Berg sind, ist es wurscht, ob die sauber ist oder dreckig. Nee. Quatsch. Naja, also wir fahren dann irgendwann mal los. Jetzt muss man erst noch mal mit dem Archie eine Runde laufen, der meckert nämlich schon. Mit dem Hund bin ich ja schon gewesen, jetzt kommt die Katze noch dran. Dann müssen wir uns mal leicht kultivieren. Weil das vernachlässigt man ja am Dachzelt eher noch wie im Van, habe ich festgestellt. Ja. Und dann, schätze ich mal, spätestens in einer Stunde sind wir on the road. Und ja, da sind wir dann eher dran wie früher, wie sonst. 2 Stunden früher als sonst. Oh. Stress. Das Stress, Emo, stresst mich. Ich sag's euch, das ist nicht so einfach, mit dem zu verreisen. Er hat immer so Zeitpläne, die ich immer gar nicht einhalten will. Aber so ist es halt. Na gut. In diesem Sinne, bis später. Gute Nacht. Heute machen wir Mittagspause am Reschensee. Direkt in Resia gibt es an der Skistation, sieht man jetzt nicht, ist da dahinter, einen Stellplatz. Kostet 1,50 die Stunde, kann man auch übernachten. Die Übernachtungspreise müssen wir mal schauen, was sie kosten, werden wir dann mit einbauen. Das ist der Parkplatz. Schön eben Witz. Man steht nicht allein, aber eben direkt am See. Hier sind viele Biker unterwegs, weil es hier Downhill-Strecken gibt. Man kann mit dem Lift hochfahren und dann geht es wohl irgendwo richtig schön bergab. Es sind jedenfalls viele hier. Ihr seht die Preise, ist nicht ganz billig. Man hat halt nichts dazu. Toilette kann man benutzen. Der Rest. Jetzt geht's los. Jetzt geht's ans Eingemachte. Nachdem wir fast den ganzen Tag gebracht haben, um auf die Strecke zu kommen, sind wir jetzt Richtung Monte Lisa unterwegs. Die erste Offroad-Strecke. Wir sind gespannt. Ich wollte euch mal zeigen, wie ich Auto fahre als Beifahrer. Bonnie ist mit an Bord. Bonnie schaut ganz wichtig hinaus. Hat alles im Blick, sieht jeden Schmetterling. Ganz aufmerksam. Also sie wechselt immer von ihrem Schlafkorb zu mir. Und jetzt meint sie, sie muss rausschauen. Mhm. Und so ist der Rest der Gruppe. Kennen alle. Wir machen jetzt unseren zweiten Versuch. Der erste Versuch ist leider gescheitert. Straße gesperrt wegen Baustelle. Mhm. Ja.
So geht's. Ganz toll. Jetzt fahren wir halt nicht nach Monte Lizard, jetzt fahren wir zum Fort Lizard. Nee, das ist der Monte Lizard. Ja, das aber das ist halt anders. Wir fahren anders als andere danach. Genau. Wir schauen mal, wie es wird. Schauen, was jetzt wieder kommt. Vielleicht wieder Straßensperre oder irgendwas. Deichrutsch. Ja. Also ich muss sagen, heute läuft es bei uns. So richtig beschissen. Wir haben es geschafft. Wir sind am Fort Lisse. Schau mal, da steht er. Und da steht unser Nacho. So, das haben sie schön hergerichtet. Das ist nämlich ein Museum mittlerweile. Dann ist jemand da wahrscheinlich. Ja, man kann es ja mal sagen. Eben. Das war ja jetzt auch nicht so eingeplant. Aber nicht als Besichtigung. Kühe gibt es hier auf jeden Fall. Aber trotzdem Wahnsinn, was die da hergebaut haben in der Höhe. Das muss man einfach mal sagen. Ja. Warte mal, sperr ab. Jetzt hast du deine erste Tour gemacht. Hat er schon wieder vor die Westalpen. Eieieiei. Sink big. Und weiter geht's nicht. Thank you.
Pferdemädchen ist wieder unterwegs. Gell, Lena, du weißt, was ich meine. Da ist er wieder beim Holzmachen. Ah. Wie schon in Norwegen. Von nix kommt nix. Aber er hat jetzt die bessere Axt. Fiskars. Für echte Männer. Weil die letztes Jahr, die war ja... Die letztes Jahr war die Billigmeige aus dem Tobi. Die war ja süß. Und dieses, diesen Grillrost von Fennec, den haben wir heute ausprobiert. Den kann man durchaus empfehlen. Ja, klein. Handlich. Gut zu verstauen. Ordentlich zusammenzubauen. Also easy peasy. Die Grillen. Stilecht. Mit Holz. Damit die Röst- und Raucharomen in die Bratwürste ziehen. Saulecker. Da haben wir dann irgendwo, wo jetzt der Mitesser? Der Mitesser ist hier. Die restliche Reisegruppe, die sitzt schon im Auto und unterm Auto. Der Grillmeister. Huhu. Huhu. So ein Feuer hätte ich daheim gerne mal. Wie jetzt, am Grill oder anderweitig? Anderweitig ist ein Traum, der sich nie mehr erfüllen wird. Natürlich nur am Grill. Also Leute, ich muss euch sagen, wir sind da ja jetzt zu diesem Fort Lisser rauf, habt ihr ja gesehen. Sehr, sehr schön, also für Einsteiger, Offroad-mäßig ist das ja wirklich sehr gut, sehr einfach. Ja, hat gepasst. Heutiges Abendessen nach einem langen Tag. Bonnie hat auch Appetit. Und stilecht. Auf Feuer.
Guten Appetit. Lecker Würste. Lecker Würste. Ja, die echt oberfränkischen. Hofer Bratwurst. Bratwurst. Mit weichen B-R-O-O, weichen D. W-E-R-S-C-H-T, Bratwurst. So wird's geschrieben. Und gesprochen. Und wer sagt, dass Nürnberger die besten sind? Der hat die Hofer noch nicht probiert. Muss die Hofer essen oder die Thüringer Röster. Genau. Weil die drei im Weckler, die sind fein nicht immer der Brüller. Die sind edelhaft fettig. Ja. Aber gut, ist Geschmackssache. Aber wir Hofer, wir sind ja aus der Bier- und Wurstregion, oder wie sagt man da? Genussregion Oberfranken. Genau, Genussregion Oberfranken, so nennt sich das. Wir haben ja auch ein Patent auf unsere Rindfleischwurst. Die wird ja sogar in München verkauft. Hofer. Genau, die Hofer Rindfleischwurst. Der mag, ups, sehr lecker. So, wir essen jetzt mal noch unseren Rest und wir melden uns später dann nochmal, ne? Bis und dann. Wir trinken noch ein Vino. Stil echt zum Grillen. Zu Vino, sag ich. Nino. Oh Mann. Guten Abend. Gute Nacht. Das heißt Gute Nacht. Na ja, guten ja, Abend. Wir haben jetzt ungefähr 21 Uhr. Ich habe keine Uhr dran. Schätzungsweise. Ich schau mal. Ja. Viertel zehn, also 21.15 Uhr für die Nicht-Franken. Das Feuer brennt immer noch. Das ist unser Platz. Und wir haben Besuch von Pferden. Achtung, ich weiß nicht, ob man das jetzt umschalten kann. Nee, geht nicht. Die Pferde sind da hinten. Da. Ja, ah, mein Herz. Wir haben, schön gegrillt, eine Buddel Wein geleert. Und jetzt haben wir keine mehr. Ja, jetzt müssen wir morgen erstmal shoppen gehen in Italien. Ganz und wir haben keine Eier. Wir wollten morgen früh Bacon und Eier machen. Ja. Wer hat's vergessen? Die war's. Kann ja mal passieren. Auf jeden Fall haben wir einen schönen Platz an der Kaserne am Monte Lissa. Sehr zu empfehlen. Absolute Ruhe. Nur die Vögel und das Feuer hört man. Vögel, Feuer, Pferde. Mücken. Ja, mit dem Feuer haben wir keine Mücken. Ja, der heutige Tag, der war. Der geht in die Geschichte ein. Also ich wäre ja heute früh um 4 aufgestanden. Ich hätte den ganzen Stau umfahren, weil heute ist ja Himmelfahrt und halb Deutschland fährt nach Italien. Aber eine Person, ich möchte ausschlafen und nicht wieder um 4 losfahren. Also, was habe ich gemacht? Happy wife, happy life. Ausgeschlafen, um 8 Uhr losgefahren. Aber wir haben nur bis 6 Uhr geschlafen. Ja, egal. Und was war? Wir waren von 8 bis um 17 Uhr unterwegs bis nach Trento. Das ist eine Strecke, für die braucht man normalerweise 5 Stunden, wenn man es gemütlich angehen lässt. Ja, wir waren halt dann 9 Stunden unterwegs. Wir haben aber eine Pause gemacht am Reschensee. Ja, eine Stunde. Ja, also aber ansonsten haben wir gedacht, wir fahren über den Reschenpass, weil auf dem Brenner war Stau in Sterzing über eine Stunde, Stau in Innsbruck an der Mautstelle eine halbe Stunde. Haben wir gesagt, fahren wir Reschenpass, ist alles gut. Nix war Arschlecken. Also Reschenpass war seine Idee. Ja, wie soll man sonst fahren? Ja. Ich habe keine Lust, in Sterzing eine Stunde an der Mautstelle zu stehen. So, sind wir über den Reschenpass gefahren. Hoch ist alles gut gewesen. Und plötzlich bei der Talfahrt nach dem Reschenpass 38 Minuten Stau. Google, super. Lässt einen erst in den Stau fahren und dann sagt sie, jetzt kommt Stau.
Nee, aber das gestern war das Beste. Ja. Gestern hatten wir noch besser. Google ist fantastisch. Gestern hatten wir Stau auf der A9, weil Autobahnfahren ohne Stau geht ja nicht mehr. Wir hatten gestern 5-mal Stau bis Garmisch. Gestern war Stau in Allershausen. Google hat uns eine Umleitung empfohlen. Ja. Wir sind dann runtergefahren, 100 Meter zurück im Kreisverkehr. Und dann sind wir wieder auf die Autobahn, auf der gleichen Ausfahrt, Einfahrt rauf, wo wir die Ausfahrt vorher genommen hatten. Das war die schnellste Route. Super Google. Perfekt. Gibt eine super Rezension. Und heute war das Gleiche. Man steht im Stau. Sie haben einen Stau vor sich. Sie müssen mit 8 Minuten Verzögerung rechnen. Irgendwann schweiße ich das Ding an die Wand. Ich kann nicht mehr auf. Egal. Wir haben es dann geschafft. Sind durch. Wir haben halt einmal neue Ortschaften gesehen. Nauders, genau. Ist wunderschön. Ja, wir sind durch Nauders. Normalerweise gibt es da Ortsumgehung durch einen Tunnel. Nee, wir sind dann durch den Ort durchgefahren. War schön. Müssen wir mal anhalten. Irgendwann, wenn wir mal Zeit haben. Wir haben ja nie Zeit. Als wir dann in Trento waren, ging es dann natürlich auch wieder in die Berge. Was war als nächstes? Baustelle. Kleiner Stau. Die Fahrräder. Und dann geht es durch Tunnels durch. Und nach dem Tunnel kommen auf einmal 2 mit dem Fahrrad entgegen der Fahrbahn. Das ist überhaupt entgegen der Fahrtrichtung war keine Fahrradspur, nix. Ich habe gedacht, ich bin in Mazedonien. Der Mann vorne weg, selbstbewusst, die Frau. Ich habe gar nichts gemacht. Er war's. Ich habe es gleich gesagt, es geht nicht. Ich frage mich, wie die jemals angekommen sind. Ich weiß nicht, durch den Tunnel. Egal. Wir sind dann weitergefahren, wollten eigentlich eine Tour von der Pistenkuh machen. Die haben wir vielleicht zu einem Drittel geschafft. Kommt uns ein Bauarbeiter entgegen. Tschuso! Umdrehen! Schönen Dank. Aber vorher sind wir zum Glück an einem Schild vorbei, wo dran gestanden war, Fort Lisser. Und da sind wir dann jetzt gelandet. Für den ersten Tag nicht schlecht. Aber morgen gibt es mehr. Aber es kommt immer anders, als man denkt. Das ist Comedy. Und wenn einer mal was sehen will, wir haben Ambientebeleuchtung im Auto. Für die Katzen. Extra auch. Für die Tiere. So. Und für die Zizi. Ah ja. Ich sag dann mal gute Nacht. Bis morgen. Bis morgen. Ciao. Ciao. Der Flash hält immer noch an. Es ist Fitline. Acti-Flash und Lach-Flash in einem. Ein Resto müssen wir noch trinken. Nö, ich hab genug Resto. Ach, ich trinke meinen. Ich fahr meinen so. Sonst mit. Guten Abend, gute Nacht. Früh am Morgen. Aus dem Bett. Irgendwo so geweckt. Also wir wollten ja jetzt eigentlich frühstücken. Aber wir haben hier einen leichten Belagerungszustand und die Antonella, so haben wir gesagt, bedient das DJ-Pult. Die wollte jetzt mal am Herd kochen, die Antonella. Ne? Alles gut, ne? So. Das ist die Mama, das ist die Graziella. Die wissen wir noch nicht, wie die heißt. Der Luigi und der Mario sind da. Genau. Moment, also hier sind wir. Und die anderen drei, die chillen hier live.
Das geht schon seit heute früh um? Halb sechs. Halb sechs sind wir geweckt worden. Gestern Abend waren sie am Sonnenuntergang da. Und jetzt sind sie nicht wegzukriegen. Das ist unsere Aussicht. Jo, jetzt versuche ich mal zu frühstücken. So, Premiere. Christine fährt auf Schotterweg.